Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich greife ein Thema auf aus dem Bereich internationale Wirtschaftsbeziehungen, und zwar die sogenannten Kompensationsgeschäfte, die man auf Neudeutsch auch nennt Bartergeschäfte. Also das hier ist Bartering, und das wiederum bedeutet vom Grundgedanken her Ware gegen Ware oder Dienstleistung gegen Dienstleistung, aber nicht im Sinne einer reinen Naturaltauschwirtschaft, wie wir gleich sehen werden. Es ist immer noch Geld oder ein Geldsurrogat im Spiel, aber es sind zwei gegenläufige Waren- und Geldströme. Wenn wir uns das mal anschauen, zum Beispiel am sogenannten Parallelgeschäft, das ist Thema dieses Videos. Also Parallelgeschäft ist eine Variante des Barterings. Schauen wir uns dieses Geschäft an. Wir haben den Exporteur und wir haben, weil wir im internationalen Wirtschaftsverkehr uns hier bewegen, den Importeur. Der Exporteur liefert an den Importeur Ware und bekommt im Gegenzug dafür Geld. Soweit keine Überraschung. Und jetzt kommt das Parallelgeschäft. Der Importeur liefert an den Exporteur Ware. Schauen Sie, bei Ware ist einmal der Pfeil hier und einmal der Pfeil hier, also zwei gegenläufige Beziehungen. Und der Exporteur zahlt dem Importeur im Gegenzug dafür Geld. Schauen Sie, für Geld geht einmal der Pfeil hierhin und gegenläufig hierhin. Also zwei parallele Geschäfte, das sogenannte Parallelgeschäft. Der Importeur kauft vom Exporteur nur dann, wenn der Exporteur sich im Gegenzug verpflichtet, entsprechende Ware vom Importeur anzunehmen. Ein sogenanntes Kompensationsgeschäft. Kompensation ist der Gedanke, Kompensationsgeschäft in der Variante Parallelgeschäft. Im nächsten Video schauen wir uns weitere Formen an. Schauen Sie auch in meinen Shop, spaßlein-denk-shop.de, wird intensiv auf- und ausgebaut. Videocoachings zu Themen der Betriebswirtschaftslehre, endlich Hilfen, endlich verständlich, endlich umsetzbar in Prüfung und Praxis. Schauen Sie rein. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.